Hallo zusammen, heute geht es um einen Kühlschrank für den Blackout für Medikamente. Eigentlich ist das ein Standard-Camping-Kühlschrank, Bootskühlschrank vom Gehäuse her. Wir haben einfach ein Tabla mehr wie Standard, aber das könnt ihr nachbestellen. Und wir haben oben ein Umluftgebläse, eine Digitalanzeige und eine Batterie für 80 Stunden Betriebsdauer. Aber kommen wir zum Tabla. Das Tabla gibt es bei uns im Katalog als Option. Das kann man einfach nachbestellen. Hier wurden zwei gewünscht. Das ist keine Besonderheit. Wir haben hier oben ein Umluftgebläse. Hier oben sitzt ein kleines 12 Volt Umluftgebläse, das läuft 12 Volt und schaufelt die Luft im Kühlschrank ein bisschen um. Das Gebläse hier, das bläst, wichtig ist die Zirkulation im Kühlschrank und er bläst hinten noch ein bisschen ans Kühlelement hin. Aber wichtig ist, dass ich von oben bis unten die gleiche Temperatur habe und das erreiche ich nur mit einem Umluftgebläse. Kann man hier wieder rein. Wir haben hier oben eine Digitaltemperatur. Jetzt, wenn die Türe offen ist, ist das natürlich wow, immer gleich. Ich habe hier einen Hauptschalter, den brauche ich für die Steuerung der Lüfter. Aber hier kann ich den Kühlschrank ausschalten. Ich habe eine permanente Temperaturanzeige der Innentemperatur. Ich habe einen normalen 230 Volt Stecker und hier hinten habe ich zwei Kabel und dann kommt dazu eine Batterie, eine 100 Amperestunden Lithium Batterie. Plus und minus werden diese Kabel angeschlossen und noch ein Schwebelader. 1 Ampere Ladegerät, mit dem kann ich diese Batterie in 100 Stunden hochladen. Aber wichtig ist, wir hoffen ja nicht, dass ein Blackout kommt und Stromausfall in der Apotheke oder sowas, sondern dass wir eine zuverlässige Stromversorgung haben. Aber es gibt Leute, die zweifeln daran, dass wir in Zukunft Blackouts oder Brownouts haben, das heißt temporäre Abschaltungen, dass einfach mal ein Gebiet vom Netz genommen wird oder wir haben Stromausfall über längere Zeit. Jetzt bei 25 Grad Außentemperatur kann ich hier drin die Temperatur von 4 Grad über 80 Stunden halten. 80 Stunden, das sind gute 3 Tage. Das ist also okay, ohne große Türöffnungen. Nur, sind wir ehrlich, habe ich in der Apotheke ein Stromausfall, dann kriege ich nicht mal mehr die Tür auf. Aber diese wichtigen Medikamente, die man hier einlagern kann, die halten noch für 3 Tage. Ich hoffe, in 3 Tagen kommt wieder Strom. Sonst gibt es andere Probleme, aber da könnt ihr euch Kanäle raussuchen, die das genau behandeln. Und dann habe ich ein Ladegerät. Ein Schwebeladegerät mit 1 Ampere. Also wenn ich mal zum Blackout käme oder zum Brownout, also so eine temporäre Abschaltung von der ganzen Stromversorgung und ich ziehe die Batterien teil leer, hätte ich dann halt wieder Maximum 100 Stunden, bis die Batterie voll ist. Aber das Schwebeladegerät ist da, dass die Batterie immer voll ist. Das heißt, wenn es dann zu einem Ausfall kommt der Stromversorgung, dass die Batterie dann voll ist. Es hat auch keinen Sinn, wenn ich eine Batterie hinten dran habe, die schon leer ist, wenn dieser Notfall eintreten würde. Ich habe hier die Tippenschilder, oder sind alles die gleichen. Das ist ein 66 FA mit 230 Volt, Vorrangschaltung 230 Volt, Medi mit Umluft-Digital-Thermostat und dann Blackout inklusive. Blackout hört sich blöd an für einen Kühlschrank, ich weiß, aber hat sich im Tippenschild so ergeben, dass dieser Kühlschrank ohne Strom für 3 Tage weiterkühlt.
Das geht in der Apotheke für wichtige Medikamente. Hier mache ich euch ein Video zu der Batterie. Da kommt eine neue. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.